Was geht, meine Freunde, und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Der Yogi ist mal wieder back am Stissel für euch. Heute mit was komplett Neuem auf meinem Kanal. Wir werden heute Race Room Experience, das Spiel, am PC testen. Es ist das erste Mal für mich, deswegen schon mal vorab an euch da draußen, an die Profis, an die Simracer etc. Ich bin nur ein Gamer, der normalerweise an der PlayStation 4 zockt. Deswegen ganz ruhig bleiben, wir wollen einfach uns das Spiel anschauen und ich kenne mich nicht aus damit, das möchte ich hier einfach mal betonen. Ich würde sagen, wir gehen gemeinsam auf eine Strecke, die mir persönlich eigentlich am besten gefällt. Kurz, knackig, trotzdem intensiv. Wenn man einen kleinen Fehler macht, landet man in der Bande. Ich spreche natürlich vom Nürburgring. So, den Einschlagwinkel vom Lenkrad muss ich auf jeden Fall noch verändern. Das schon mal so nebenbei. Hier geht's ganz ruppig zur Sache. Ihr dürft mir gerne mal in die Kommentare schreiben, ob das überhaupt erlaubt ist, in der DTM so zu boxen, zu drucken. Ich habe da leider keine Ahnung. So, wir haben auf jeden Fall unsere Position 8 wieder zurück. Komm, fahr zu, Junge! Was ist denn los mit dir? Das war jetzt ganz, ganz schlecht. Ich muss ja schon sagen, Race Room Experience, gerade jetzt zum Beispiel die DTM hier, soundtechnisch was komplett anderes, das bin ich auf der Konsole nicht gewohnt. Wir sind dran. Also ich muss mich hier mehr konzentrieren als zum Beispiel auf der PlayStation. Man merkt auf jeden Fall, dieses Spiel ist was ganz anderes. Thank you.
Eigentlich ist die Kurve mir mit dem ersten Gang ein bisschen zu gefährlich. BMW hinter mir gibt so schnell noch nicht auf. Oh, da muss ich kurz vom Gas runter. Sonst kommt da ein Schlag. Ich fahre hier auf Get Rear. Mit komplett Schaden. Bisschen spät gebremst. Oh, schon wieder kommt das Heck. Das Setup habe ich aktuell auch Standard. Da dürft ihr mir gerne auch mal, was das Fanatec-Lenkrad angeht, wenn ihr Bock habt, mir ein Setup unten reinschreiben. Für mich als Rookie. Auf jeden Fall eine Hilfe. ...2,4 Sekunden Vorsprung, der Mann vor mir. Pro Runde machen wir ungefähr eine Sekunde gut. Vielleicht, wenn ich zwei sich hier streiten, freut sich der Dritte, also ich. Würde ich zumindest mal nicht Nein sagen. Man mod einfach die Nuancen zu den ganzen PlayStation-Spielen, egal ob jetzt Gran Turismo oder Project Cars. Jawohl. Genau richtig rausbeschleunigt. Platz 6. Wir sind auf jeden Fall am Führungsfeld dran. Da könnte noch was drin sein. Ich finde es genial, wenn man so beim Vordermann auf den Heckflügel schaut, wie der arbeitet. Genial. Wir ziehen uns ran. Können auch wunderschön nochmal den Heckflügel begutachten. Geht er so in die Eisen? Ja,
nein, und da kommt der Dreher. Ärgerlich. Ein bisschen zu früh aufs Gaspedal. Und das sind genau die Nuancen, die ich vorhin kurz angesprochen habe. Die über Sieg oder Niederlage entscheiden. Muss ich ihn durchlassen. Jetzt können wir noch mal kurz diesen Heckflügel anschauen. Letzte Runde. Jetzt geht es darum, Platz 7 zu halten. Und das war's. Platz 7. In unserem ersten Rennen hier mit dem Race Room Experience Spiel. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne ein Like da. Dann weiß ich, dass ich das vielleicht in Zukunft öfters bringen kann. Und in dem Sinne würde ich sagen, danke fürs Zusehen und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Macht's gut, bis dann, euer Yogi. Ciao.